Tipp von LiveTool. Es geht um die App metatalk.de und wir schauen uns jetzt an, wie man ein Foto einpflegen, einprogrammieren kann. Zum Beispiel bei den Leuten. Wenn wir da die Kategorie Leute mehr aufmachen, die Themenseite, dann sehen wir da schon, da ist noch ganz viel Platz für unsere Menschen, die für uns wichtig sind oder für den Klienten wichtig sind. Und damit wir hier das Foto einprogrammieren können, müssen wir natürlich unten mit dem Bleistift zuerst einmal aufsperren und diesen geheimen Code der Größe nach aufsteigend eingeben. Und das machen wir jetzt. Dann haben wir unten die Symbole, sind von hellgrau auf weiß gewechselt. Das heißt, wir sind im Editor. Wir können etwas bearbeiten. Was machen wir jetzt? Wir suchen uns eine Taste, wo wir den Menschen hinzugeben. Nachdem ich meinen Mann hinzugeben werde, werde ich das natürlich in dieser Zeile machen. Bitte da die Logik auch einhalten. Das sind die vorgesehen für Frauen, für Männer, für Mädchen und für Jungs. Das heißt, ich werde jetzt auf diese Taste, die würde ich gerne bearbeiten, einen Doppelklick machen. Dann öffnet sich der Tasteneditor. Die Taste ist sichtbar, die Farbe lassen wir in weiß, aber das Bild werden wir individuell anpassen. Das könnte ich jetzt direkt mit dem iPad ein Foto machen. Besser ist, wenn man das Foto schon gespeichert hat. Und da sehen wir schon, da ist er schon. Dann übernimmt man das Foto. Und dann kann ich natürlich nur, oder sollte ich auch noch einen Text dazugeben. Das ist in dem Fall, müssen wir dann Bild, Text individuell einschalten. Und da als Text unten müssen wir natürlich dann den Namen hereinschreiben. Dann klicke ich da um, um mal zu hören, ob die Stimme das schön sagt. Markus. Das passt für mich gut. Weg mit der Tastatur. Und das passt dann schon so grundsätzlich. Die Funktion Sprich und Geh auf die Seiten Verben, RCS, die bitte auf jeden Fall lassen, denn die Personen sind so programmiert, dass wenn eine Person ausgewählt wird, automatisch die Verbenseite in der richtigen Form geöffnet wird. Wir schauen uns das dann gleich an. Bitte die Funktion einfach da gehen lassen, nur da den Text und das Bild ändern. Dann gehen wir auf Speichern, sperren da unten wieder zu und dann können wir schon sehen, da ist er schon. Und wenn ich jetzt drauf gehe, Markus. Genau. Und dann kommt schon Markus und die Verben sind natürlich in der RCS-Variante schon konjugiert. Es öffnet sich automatisch die Seite, wenn ich auf eine Person drauf drücke. In diesem Sinne, viel Spaß beim Einprogrammieren von den wichtigen Leuten mit der App metatalk.de.